mich, dass ich dich heute hier in Schönbach treffe, um auch unseren Zuschauern die Orgel in Schönbach zu präsentieren. Was ist denn das Instrument? Ja, das Instrument, was wir hier haben, ist aus dem Jahre 1762. Und man denkt ja eigentlich immer, eine Orgel, eine Kirche, das ist so ein festes Setting. Aber diese Orgel, die hat vorher woanders gestanden. Wow. Nämlich im Jagdschlösschen in Neuhaus, das ist zwischen Donsbach und Burg. Und dann ist die halt 1762 angekauft worden und steht seitdem hier. Du bist zu Hause in Dillenburg, in der Stadtkirche an der Orgel. Was überrascht dich hier, was ist anders oder gibt es Gemeinsamkeiten? Ja, als ich das erste Mal hier in dieser Kirche war und die Orgel gesehen habe, da sind mir gleich einige Parallelen zu Dillenburg aufgefallen. Die Gestaltung des Prospekts mit den Verzierungen, die Engel, besonders die Trompetenengel und auch die Gestaltung der Pfeifenfelder, das lässt doch sehr stark vermuten, dass der Orgelbauer Florian Wang, der als Erbauer dieser Orgel genannt wird, auch der Florentius Wang ist, der in Dillenburg, Steinbrücken und in Haigar die Orgel gebaut hat. Übrigens, diese Orgel klingt am besten, wenn man sie live erlebt. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen am 12. September, am Tag der Orgel, hier in Schönbach, um 15 Uhr. Das ist das erste von 4 Konzerten unseres Orgelausflugs.